Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's Build Viva Piñata. Und ja, ich heiße auch. Ich heiße euch auch herzlich willkommen zur 50. Folge von Let's Build Viva Piñata. Zu diesem kleinen Anlass habe ich jetzt mir beschlossen, wir machen eine kleine Special-Folge. In dieser Special-Folge werden wir uns. Also wird eine richtig lange, das seht ihr auch gerade, es wird eine richtig schöne lange Folge. Und wir werden uns darum kümmern, haufenweise neue Piñatas das mal reinzukriegen. Also wir haben ja jetzt letztens herausgefunden, wie das funktioniert. Darum werden wir uns jetzt dieses Mal kümmern. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant. Drücken wir also jetzt mal erstmal hier Garten spielen. Gartenladen, Small Feather, Garten betreten und fangen auch dementsprechend direkt an. Speichere das Spiel, um sicherzustellen, dass eine harte Arbeit nicht verloren geht. Drücke die Starttaste, um den Menü aufzurufen, um das Menü aufzurufen. Wähle dann die Option Speichern. Großartige Gegner können dafür sorgen, dass ihre Piñatas überglücklich werden. Wie alle wissen, bleiben Piñatas dann länger in einem Garten. Gerübst habe ich auch. Und zwar sind wir gerade dabei, nämlich unser Teich ein bisschen zu vergrößern. Dass Figuren wie dieser Kollege da auf jeden Fall hier bleiben. Und dafür müssen wir noch ein bisschen buddeln, würde ich mal sagen. So, erstmal hier schön weitermachen, würde ich sagen. Wir gehen langsam aufs Ende zu. Ich hoffe, das reicht dann auch ein bisschen. Ansonsten müssen wir gucken, in welche Richtung wir uns dann noch expandieren mit dem Teich. Weil es ja ein paar. Wo ist er da? Mein Mikro verliert sich langsam. Scheiße. Nur Moment aus. So passt es besser. Mikro wollte sich gerade verabschieden. Fand ich jetzt nicht so dufte. So Knorke. Ist das Krokodil jetzt eigentlich jetzt hier drinne? Wir buddeln das jetzt hier erstmal. Alles weitgehend frei. Perwoll ist auch mit am Start. Wie man es hören kann. Katzen. Ja, warum es mir eigentlich so super geht, ganz einfach. Ich habe übelst gute Laune. Ich habe eigentlich wieder einen Job. Und zwar bei einer Zeitarbeitsfirma hat mich jetzt angestellt, bei einer Schraubenfirma. Und ich bediene da halt jetzt nur eine Maschine. Aber ist vollkommen in Ordnung. Wird halt ganz nett bezahlt. Und vor mir waren welche gewesen, die, haben direkt wieder aufgehört, nach einem Tag, zwei Tagen. Zwei Stück waren das. Und da war der Chef ziemlich erstaunt, als ich gesagt habe, wann ich nächste Woche vorbeikommen soll. Und das heißt, ich muss heute um 9 Uhr ins Bett, weil ich morgen um spätestens 4:45 aufstehen muss, weil ich um spätestens 4:45 wieder losfahren muss. Da muss ich von 4:45 bis 2 Uhr arbeiten.
Ach du Scheiße. Das stelle ich mir natürlich total lustig vor. Ich bin noch nie so früh am Arbeiten gewesen. Soll dazu gesagt sein. Das früheste immer so 8 Uhr gewesen. Scht jetzt! Da haben sowieso ein paar zu viel davon, wa? Den hier weg, den hier weg, den hier weg. Ja, genau, den sollst du nicht wegmachen, sondern den hier. Den sollst du noch wegmachen. Den hier weg. Scht jetzt! Per Wolf! Ist gut! Alle Zuschauer wissen jetzt, dass du Hunger hast. Können aber auch nichts dagegen tun. Entschuldigung. Da! Das ist ein Grund, warum wir gerade den Teich so groß machen. Ich brauche aber noch ein bisschen. Weil er immer noch nicht groß genug ist. Ich weiß, guckt euch diesen See mal jetzt an hier, was wir da haben, aber... ist immer noch zu wenig. Wir können ja mal gucken, wie viel wir haben. Gartenbereich. 10 Stück ist immer 1. Eine Reihe, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir haben erst 16 Pinometer Wasser. Wir brauchen 25 oder so. Ach du Scheiße. Ach du. Hey, ein Besuch von der Dragonfly. Woo! Auszeichnung. Infos. 200 Quadratpinometer, Alter. Ohne Witz. Der Schwan braucht 250. Na, immerhin ist er schon mal zu Besuch da. Das ist doch schon mal ganz cool. Ach so, apropos zu Besuch. Wo haben wir es denn? 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein! Was war das? Wo hast du hingekotzt? Da hast du hingekotzt. Hat ein Sweet Tooth gegessen. Okay. Ich hab noch kein Sweet Tooth. Ja, frisst du mal in Ruhe. Sweet Tooth. Den müssen wir jetzt erstmal dazu holen. Okay. Pinata. Sweet Tooth. Sweet Tooth. Noch eine Seite weiter. Sweet Tooth. Bedingungen für Bleiben. Bedingungen fürs Auftauchen. 21, okay. 120, eine Tanne im Garten oder eine Seerose im Garten. Wir haben sowohl als auch. 140 Pinometer. Na gut, wir haben. Gut, wir haben jetzt eine Tanne und eine Seerose hier. Eine Tanne und eine Seerose gleichzeitig. Hier haben wir die Seerose. Und hier hinten haben wir die Tanne. Da ist auch schon unser großer Kollege. 3 Tannenzapfen gegessen. Bitteschön. Bitteschön. Und... bitteschön.
Hey, Kollege! Dann zapfen! Ja. Dich bekomme ich noch dazu, hier zu bleiben. Sweet Tooth! Dann zapfen! Essen! Nein. Super. Nummer 2 hat jetzt gefressen. Noch einen Tanzzapfensamen und dann. Okay, da klettert er jetzt lieber drüber. Gut. Hat 2 Seerosenblüten gegessen. Ach du dicker Herr, was wurden denn noch alles? Gut, das können wir sich selber hier abbauen. Aber wir können ja schon mal zu unserer netten Dame hier hingehen. Tja. Frage ich mich auch manchmal. Ich will mal kurz was gucken. Schade, gibt's nicht so einfach zu holen. Gibt's auch nicht so zu holen. Schade. Seerose. Seerose. So. Flups. Einmal kurz drüber gießen. Und wo ist jetzt Sweet Tooth? Schon wieder abgehauen oder was? So, und wir haben keine. Zehn Dinger hier bei uns im Garten gehabt. Deswegen ist jetzt auch Dingens nicht mehr gekommen. Jetzt müssten wir. Achso, ist eine Banane. 10 Stück haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, da ist er ja schon. Nein! Frisst du mal weiter jetzt? Jetzt frisst gefälligst alles, damit du eigentlich mal hier bleibst, Kollege. Alter, jetzt haut er wieder ab, weil keine 10 Stück drin sind, oder was? Okay. Machen wir es komplizierter. Moin. Jo. Wer Geld ausgeben will, ist nett. Wer nur schauen will, das soll es an. So. Reicht jetzt. Weichsel. Wirklich genug jetzt hier hingelegt. Ja, eine Seerose ist hier. Oh, mein Besucher hat was hinterlassen. Nee. Gibt's nicht. Schon böse, böse Leckerlis. Ja, wir müssen jetzt natürlich noch ein bisschen weiter hier graben. Vor allem 250 Pinometer Wasser braucht Schwanessa, damit sie überhaupt hier besuchen geht. Also kann man sich schon langsam so ein bisschen überlegen, was möchte ich jetzt für Tiere eigentlich hier drin haben? Wassertiere oder eher lieber die normalen Tiere? Ganz ehrlich,
Bretter, dass ihr hart fressen. Der Track geht an alle, die versuchen, mir ans Bein zu pissen. Ich hätte mehr als eins wirklich so viel verbraucht. Das weiße Ticken ist für viele der letzte Furten. Hoffnung, Brüder lassen sich erwischen, sie wie Bullen sind in Topform. Die Dunkelheit verflucht, zwischen Freunden fallen Schüsse, sind mit Herzblut dabei. Sie sind Jungs vor der Küste, viele stehen vor dem Amt. Und sie betteln nach Arbeit, man findet sie wieder in Gruppen, ob man nennt sie dann Staatsfeind. Doch sie wollen einfach Klarheit in ihrem Leben. Doch der größte Schwachpunkt Deutschland ist nun mal das System. Doch wir sind darauf stolz. Bei denen ist ja kein Problem, wenn das unter Wasser ist. Die mögen es ja mäßig Wasser. So. Ich finde ja kein Problem. Wir machen jetzt noch ein bisschen Wasserfläche draus. Neuer Bewohner, Grayson. Wann will ich den Schnuffelchen? Tschüss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 1, 2, 3. Das macht's nicht einfacher. Doch heute hab ich's echt gemerkt. So viel wie du vorgabst, machst du gar nicht wert. Also leg ich dich ab wie ein Geständnis. Früh genug gemerkt, dass du Liebe nicht kennst, bist. Früh genug den Schlussstrich gezogen, durch alle Bars geschoben. Ich bin betäubt, alle Macht den Drogen und es geht. Ups, 12. 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, ja, 11 Stück. Das sollte man anlocken. Wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen am Basteln. Bist rasend wie ein Güter zu, guck auf dein WhatsApp-Status, was gemerkt? Selbstbetrug, Abstand, ja, das tut dir gut, vor allem vom Leben. Was würde ich nur dafür geben, dich am Boden zu sehen? Die Nettigkeiten sind vorbei, ich muss mir selbst nicht beweisen, doch beständig unterwegs bin. Was für ein Gras? Den Weg ohne dich an dir festhalten lohnt sich nicht, dann nehme ich halt was anderes, wenn du nicht mehr die Droge bist. Zwei Raisins. Muss ich fangen lassen. Du hast hier nichts mehr zu melden. Ich mach dich live in TV fertig, so wie Simon vs. Elton. Und du sagst zu mir, du Bitch, hier fehlen die Worte. Du kostest 20 Mann, schön, ich komme mit ner ganzen Horde. Und du meinst, dass dieser Deutschrap mir nichts bringt. Schön, Straßenrap, Kings, yes, Hinel und Pins. Kann natürlich nicht füllen, ist klar. So, her damit. Da noch was. Jetzt müssen wir zwei Raisins fangen lassen, bitte. Niemand jagt am Morgen. Aber ich muss hier sein, um Anweisungen entgegenzunehmen. Geh du. Vielen Thanks und schönen Day noch. Noch einmal bitte und jetzt wieder hier. Wie gewohnt. Das ist mir egal, ja, und auch weil ich nichts taug, hattet ihr selber die Wahl. Alles gut oder was? Schön. Wie geht's, was ist los? Überwachsen lassen. Die Reinkarnation, krasse Überreaktion. Und weiter geht's. Mir leid, für mich seid ihr nicht, weil jeder eurer Wörter in meinen Augen einfach scheiße ist. Ihr seid so klein, früher ja war alles besser. Wir hatten Stress, ist okay, aber nicht mit mir. Ja, und mein geschätzter Kollege, der Impi, der Imperator aus Bayern, hat jetzt auch einen Job. Freut mich persönlich natürlich extrem. Zum einfachen Grund, weil wir was geplant haben, und zwar ein Zusammenzug. Ich hoffe, es klappt diesmal. Weil wenn das klappt, dann könnt ihr euch auf viele Kooperationen mit ihnen gefasst machen. Das ist so viel schon mal klar. Darauf muss er sich gefasst machen. Das heißt, ich werde auch dieses Jahr wahrscheinlich nach Bayern ziehen. Werde ich gucken, wie ich das am besten mache. Ob ich einfach nur extrem viel vorproduziere. Und nachdem ich vorproduziert habe, jemand anderen es hochladen lasse oder es halt schon komplett hochlade alles und über Handy das jedes Mal freischalte, akzeptiere jetzt gelistet oder sowas. Das wäre jedenfalls das Beste. Ja, das ist eine gute Idee, wenn ich das jetzt so mache. Dann verliert mein Garten ja auch an
unnötiger Erdenplatz mäßig. Erdeplatz. Wenn ich das jetzt hier schön Strich in der Landschaft mache. Alles zu viel, heute stehe ich fast alleine da. One Man Action, Alcatraz letzten. Ihr habt mir an mich geglaubt, ich war euch scheißegal. Ich soll unten bleiben, Sir, ich habe Nerven aus. Das sah ein bisschen künstlich dann aus, als er wirklich gerade ist. Aber gut. Was? Sie angehört wie ein Petstray. Hier fängt Pinata. Perfetto. Pervol ist so am Nerven. Pervol, es gibt noch nichts zu fressen. Meine Güte. Fressen ist viel. Wir haben jetzt 15 Uhr. Die haben wir jetzt schon noch fressen. Achso, hier war ich falsch. Entschuldigung. Halt, das habe ich doch gerade weggelegt. Jo, ach, schon wieder fängt es im Pinata. Interessant. Nochmal bitte. Nicht essen, bitte. Vielen Dank. Ein Sweet Tooth gegessen. Tja, ich habe jetzt zwei Seerosen hier, noch nicht ganz. Die sind noch am Basteln. Der ist schon fertig. Der muss nur noch gefressen werden von dem Sweet Tooth. Und dann frisst er ein Sweet Tooth und dann habe ich... Mensch, ich ist ja schon wieder hier alles verdorben. Morgen. Er ist immer witziger, also, der Joke. So. Mehr geht nicht. Doch, geht schon. Gehört euch schon mal an ihn. So viel habe ich jetzt überhaupt. Halt, das ist doch falsch. Ja, die Axolotl fühlen sich schon mal gut wohl. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 19, 20! Wir haben 20 Pinometer. Das heißt, das Libellenvieh hat diese Bedingungen schon mal gerechtfertigt mäßig. So, jetzt ist er wieder drinne, Gott sei Dank. Lässt dir endlich mal satt, du Vieh. Wie sieht denn hier überhaupt aus? Nimm mal mit. Ein bisschen Kohle hier machen. Oha, da haben wir ein paar Sachen außerhalb. Das ist natürlich nicht so erfreulich. Gleich kaputt machen. Wofür? Yay! Endlich! Donut! Dein Garten macht sich. Gut gemacht. Du scheinst immer besser zu werden. Level 29 Gärtner. Jawohl, wir haben endlich einen Donut. 50 Folgen hat's gedauert. Alter Schwede. Also nicht witzig.
Ah. Jägerin fängt Piñata. Zweimal wieder. Dann können wir jetzt auch... Ja, ich denke an dich. Einpacken! Racend 8 und Racend 7. Tschüssikowski. Ja, mein Donut! Yeah! Donut! Donut! Pavignata freut sich auch. Perwald freut sich auch. Das erste, was es macht, ist verbrennt sich direkt. Yeah! So, Jawoll! Mann! Ich sperre sie gleich aus, ohne Witz jetzt. Mein Headset spinnt so ein bisschen, hat einen Wackelkontakt oder sowas. Ah, das ist ein zweiter Donut. Wo sind jetzt die beiden Regents? Die beiden Regents, wo seid ihr denn? Ich muss euch wieder verkaufen. Da ist er. Ach, wie süß. Kommst du denn her? Von Schonessa! Fick you! Wo? Wo, 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 wo? Schön. 250 Quadratkilometer. Muss mich verarschen, Junge. Ja, und der frisst jetzt schon mal hier die Rosen. Freut mich. Schön. Ich war nur netter zu Besuch. Vielleicht die nächste einpflanzen. So, Kollege, was musst du noch? Du bist jetzt ein anderer! Na, großes Kino. Du bist ein anderer jetzt gewesen. Oh, nicht kaputt schlagen. Ein Tanzapfen. Weiter zapfen. Dritter Tanzapfen fehlt. Muss ich kaufen. Drei Tanzapfen muss ich abbrechen. Jetzt war es ein anderer. Fuck it, Alter. Namens. Guten Abend. Ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlaf leisten kann. Naja, ja, mit den Tanzapfen. So. Ist natürlich weg, ne? Scheiß. Halt, Moment. Ja, hier bist du. Schwupps. Und Wasser gießen. Was ich jetzt machen will, genau. Willi Bilder. Heute habe ich früh Feierabend gemacht. Gestern auch.
Springen ins Chor ist dann ebenfalls. Ich bin blind. Da ist es doch. Okay, wo stellen wir das denn jetzt hin? Hier könnte ich ja hier hinstellen. Hier bin ich falsch. Ich muss hier rüber. Das andere Raisins. So, na, würde ich sagen. Können wir dann nämlich noch ein bisschen Wasser ausweiten. Ja, ist es auch. Welche verkaufen? Nein, 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 nein. Nein. Raus. Raus. Wer irgendwas ist jetzt im Wege, ich schwör's dir. Tja, kannst mal sehen. Scheiß Ninja-Fähigkeiten hier. Das ist ein ziemlich großes Haus. So. Quetsch das noch hier durch. Schöne Verbindung wieder zusammen. Viel Wasser braucht der Weichsel. Ist ja unglaublich. Warum ist das fertig? Gucken wir das gleich an. Also machen wir. Schön voll alles. Gebäude offenlegen! Disco Dose! Cheer! So, und wo haben wir jetzt das bös Zeus? Ich sehe nichts. Da. Ein paar Pinatas sind nicht so blöd und essen das dann wirklich.
bin gerade dabei, ein Sweet Tooth zu fangen. Ich dachte, ich hätte es auch geschafft, aber nee, dem war leider nicht so. Dann werde ich die Tanne schaffen. Achso. Schwupps. Oh, es regnet bei uns auch. Hier regnet es auch gerade, ne? Ja, bei uns regnet es auch gerade. Ich finde das cool, wenn du wirklich so nach oben guckst, dass du dann so Wassertropfen hier hast. Finde ich echt geil. Schönes Detail. Schönes Gimmick. Nein, ich war runtergeplumpt. Machen. So, jetzt noch den Rasen wieder glätten hier. Die Wogen glätten. Mal wieder hier ein bisschen aufräumen alles, drum und dran. E und J, die beiden sind sowieso zu nah. Den Dingern dran. So gefällt mir das schon eher. Ich werde mal gucken, weil ich habe mich jetzt auch demnächst vor, nachdem ich ein bisschen Geld an meinen Eltern abgelegt habe, Schuldenbegleichung und sowas. Will ich mir auch eine Xbox One holen. Und mal schauen, ob dieses Gerät auch für die Xbox One geeignet ist. Für, aufnehmen, ansonsten muss ich da mich informieren, womit ich dann aufnehmen kann. Ich finde die süß. Ohne Witz. Ja, Kollege, immer kein Sweet Tooth da. Ganz ehrlich. Tschüss. Bin schon auf dem Weg. Was ist denn das? Nur eins? Nee, da ist noch eins. Ich kann's sagen. Du bist drei Tannenzapfen. Hier ist ein Tannenzapfen. So, nicht du aus Abwinken. Oh, fick dich doch ins Knie, du dummes Scheißvieh. Ich pack's nicht, ey. So, hier haben wir zwei Tannenzapfen. Ich hab's vergessen, wo ich die anderen hingemacht hatte, vielleicht schon gegessen. So, kaputt. Antippeln. Kommt nichts. So, wir haben einen komischen Affen. Tschüss, Affe. Also wir bekommen kein Sweet Tooth vernünftig hier rein, wenn sowas wie der da noch am Rumzappeln ist dort. Gut zu wissen.
heißt, wir müssten eigentlich gleich erstmal loswerden. Apropos loswerden. Oh, wir sind über die 60.000 Schokomünzen mal gekommen. Halleluja. Das. Alles weg. Steine, das kann so bleiben. Wenn er mal weggehen würde, könnte Sweet Tooth vernünftig hier bleiben. Das wäre schon mal sehr praktisch. Des Weiteren will ich jetzt mal gerne wissen, was ich tun muss, um das Pferd zu behalten. Dass das Pferd überhaupt mal reinkommt. Pinata. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da, Hostaccio. Hostaccio. Egal wie groß und stark ein Hostaccio wird, es hat immer nur eine Hostaccio-Stärke. Wie tragisch. Ein Ponocchi im Garten. Okay, das hatten wir. Du hast 500 Quadratkilometer Gras. Alter Schwede. Das meine ich, du kannst dich nur auf eins spezialisieren, ey. Dafür ist der Garten viel zu klein. Ach, nur Gras. Ich habe ja... langes Gras. Ach so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da muss noch so einiges hin, wenn das 500 sein soll. Ach du Scheiße. Die Hälfte muss nur Rasen sein. Okay, das eine habe ich angelockt, weil ich ja hohen Rasen habe. Von mir aus können wir es auch zerhacken. Was mähen. Und nicht, was ich jetzt unbedingt haben müsste in der Art und Weise. Also von mir aus... Grasman. Ist jetzt einfach nur, um den erstmal überhaupt reinzukriegen halt, ne? Wenn wir Rasen haben wollen, können wir uns immer wieder Rasen da hinstellen. Das sollte kein Problem sein. Scheiß, Alter. Es bleibt mal da. Das kann nämlich, wenn jetzt so ein Vieh da mal vorbeikommt, er ist nämlich fressen. Ey, die Nächte werden lang, wenn man nicht einschlafen kann. Haben die Decke die ganze Nacht wieder mal durchgemacht. Träume sind was Schönes, aber heute träume ich. Ach, wie süß. Ich bin schlaflos, wie ein kleines Kind ohne Licht. Ey, die Nächte werden lang, wenn man so, nicht einschlafen Krasmin. Kann. Haben die Decke die ganze Nacht wieder mal durchgemacht. Träume sind was Schönes, aber heute träume ich nicht. Ich bin schlaflos, wie ein kleines Kind ohne Licht. 6 Uhr morgens, der Wecker klingelt, ich war schon wach, ich habe nicht geschlafen, ich habe über Dinge nachgedacht. Lochgraben, auf jeden Fall. Die mich beschäftigen, Dinge, die ich vergessen will, sind in meinem Kopf gefangen, als wären sie im Gefängnis drin. Kiffe rauchen nach, denn Whisky saufen nach, Shit. Es gibt viele Dinge, die mich einfach aus der Bahn werfen. Hier denkt mein Leben, ach, ja. Das ist aber nicht so, wer ist du, dann wär ich doch froh und würde niemals diese Strophe schreien. Ich bin ein normaler Junge, der vom Leben aufgezeichnet wurde, so wie Bilder von einem Trolli, Vater. Trolli, eigentlich braucht mir langes Gras auch nur fürs Donut, weil der erste halt bei einer bestimmten Anzahl von langem Gras halt kam. Aber jetzt müssen wir erstmal nur den Besuch reinkriegen. Und wenn wir das Pferd noch geschafft haben zu behalten, dann können wir ja langes Gras wieder reinmachen, weil dann interessiert es mich herzlich wenig, was er braucht. Ehrlich gesagt. Schlaflose Nächte, hör Gebell in der Nacht. Wenn ich träumen könnte, träumte ich davon, dass du's schaffst. Diese Nächte sind so lang. Zeitraffer, Atemzug. Ich hätte gerne Pause und danach wär sicher alles gut.
Schön abschnibbeln alles. Kann ich ein Rasenmäher oder sowas dafür beantragen? Die Schubbe. Schön, dass man so alles findet hier. Der hat gepennt, der Wurm. Der hat davon gar nichts mitbekommen, dass er gerade zerquetscht wurde. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Schauen wir mal, da müssen wir halt nicht so viel machen. Gucken wir halt immer mal ein bisschen, was genau wir jetzt so haben. 500 haben sie gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18. 27. Die Hälfte haben wir schon mal. Ist auch schon mal schön. Es bleibt doch alles gar nichts Großes. Und wenn doch kommt dann der Fall zur Katastrophe und man ist bald zurück am Boden. Aber im Endeffekt lernt man schnell aus solchen Sachen, egal wie schwer es fällt. Schlau wird man wirklich mittlerweile eh. Dr. Pesta haben wir zum Glück nichts mehr gehört seit einer Zeit. Scheiße. Gott sei Dank aber auch. Den habe ich überhaupt keinen Bock, ey. Den Penner. Warum es keine Polizei oder sowas dafür gibt. Ich frag mich, wann wir den besagten Wolf kriegen. Der uns dann das Vieh vom Leibe halten soll. Ich hab eigentlich erst gedacht, das würde der Hund machen. Ein Wachhund halt. Dass wir gleich direkt einen Wolf für sowas brauchen, ey. Wo denn? Da. Alles zu schaffen, handelst nach bestem Gewissen, ziehst die Decke über den Kopf, Tränen fließen und entpissen, du bist innerlich zerrissen, es reicht, enttäuscht zu sein, wenn der letzte Punkt geschwindet, du fühlst dich allein, gelassen Trauer, jeder Tag ist einfach gleich, diesen Mut etwas zu ändern hast du bisher nicht gezeigt, du willst raus und jetzt stresst, jeder redet auf dich ein, du wirst froh darüber, immer schön weitermachen, enttäuscht zu sein, du kannst reden, wenn's dir schlecht geht, doch wenn dein Kampf nicht mehr mitmacht, ist es im Endeffekt ein Kampf gegen dich selbst, weil Special-Folge halt, Vorbereitung oder halt, ja, Sammeln von Pinatas. Ein paar haben wir jetzt dazu gebracht, hierher zu kommen. Neun haben wir dazu gekriegt. So, die Donuts. Hey! Ehrlich bin, dann weiß ich schon, wie das hier endet. Ich hab keine Berge versetzt und hab auch nicht viel verändert, aber das ist nicht so schlimm. Am Ende bin ich dankbar für jeden einzelnen Tag, auch wenn mich. Ja, warst du schneller als die anderen. Und jetzt stehe ich hier alleine, verlassen und. Drei Pets Trades, die hab ich sogar. Ich werde vom Pech verfolgt, aber auch das ist nicht so schlimm. Ich weiß jetzt damit umzugehen, viel zu weit gelassen und am Ende wieder umzugehen. Einbacken. Na super, waren natürlich beide drin. Hier, Weichsel. Du müsstest vielleicht mal woanders hingehen. Sonst kriegt das Ding mich nicht bei mir rein. Schocken kann, noch Krieg beim Leben, dann trotzdem noch immer einen Konter. Mach alles wichtig und ich
Ey, jetzt hau bloß und ab, ja? Extra für dich getötet. Jetzt hab ich 4 Stück hier, Kollege. Hier. Ich mach mal weg hier. Komm mal nicht mehr so dringend. Halt, was bist du denn für einer? Fick dich! Das wollte ich doch gar nicht. Ah, du dummes Arschvieh. Zwölf Binsen im Gart, ach du, leck's mal am Arsch. Pff, 12 Binsen muss ich da noch reinknallen, okay. 11 Binsen. Tut mir leid, Schicht im Schacht, ich bin so weit gegangen und hätte nie gedacht, dass es klappt. Was für Gangster, 100.000 Fans hier. Binsen. Ja, das soll's sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Was für Leid habt ihr alles schon gesehen? Nicht mehr weg am Block, ich bin crazy so. Insane. Was für Gangster, 100.000 Fans hier stehen vor der Bühne, Feuerzeuge an. Nicht mehr, ich bin nicht der, der das hier aus Spaß macht. Hier geht es um viel mehr als nur um ein paar Bars, du Spaß. Was für Gangster, 100.000 Fans hier stehen, ja, das sind vor total, der Bühne, Feuerzeuge an. Nicht mehr, so ich ein Haus Tachio. Hier geht es um viel mehr als nur um ein paar Bars, du Spaß. Du hast Besuch von einem neuen Mustachio. Wenn ein Mustachio eine Aufmerksamkeit im Wasser befindet, kann es einen Garten nicht. Schön! Freut nicht, dann ist er ja schon drin, haben wir schon die 500? Nur anscheinend nicht. Aber ist schon drin. 500 Pinometer. Das ist schön, er ist ja schon mal zu Besuch. Haben wir schon wieder was geschafft, siehste? Die Stunde ist gleich vorbei, verdammt mich. 10, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32% haben wir erst. 32%. Was ist aber, was ist denn hier los? Weg. Ja, super. Außerhalb ist nichts. Zack, das ist mal weg. Das ist auch ein bisschen zu viel. Vergiss es! Hau ab, du Vieh! Alter, nein! Weg! Weg!
Vergiss es! Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Scheiße, ich brauch 12! Okay. Ausgewachsen sein. Aber ist cool, der bleibt hier und wartet, bis alles fertig ist. Oh, da hinten schwirrt noch einer rum. So, jetzt geht der auch schon mal nicht mehr weg. So. Achso, Pets Rails. Einpacken. Nummer uno. Nummer two. Total vergessen gerade. Schnipp, 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 schnipp. Wie hab ich doch eben gerade erst rausgeholt. Whatever. Schnipp, schnipp, schnipp. Schnipp. Hinten haben wir noch ein bisschen was, ne? Ach Leute, hört doch mal auf, solche Ninja-Fähigkeiten einzusetzen! Pack's langsam nicht mehr. Raus hier! Ivo! Lass es sein, Junge! Lass es ein bisschen nervtöten, dass die immer durchrennen können. Du machst ja extra so was, damit da keiner durchrennen kann. Da kam wohl keiner auf die Idee, dass jemand sowas strategisch Cleveres machen würde. Neue Bewohner! Können wir gleich verkaufen. Jetzt kommen wir nämlich langsam in den Genuss, dass wir mehrere schöne größere Pinatas haben. Und wir uns wirklich langsam aussuchen können, was wir hier drin haben. Wirklich, ja. Überlegen können, so was will ich jetzt eigentlich hier drin haben, was will ich loswerden und sowas. Da kommen wir langsam in den Genuss. Und ich habe jetzt noch die anderen ganz vielen kleinen jetzt noch so in der Art und Weise drin, weil ich halt noch nicht so viel anderes habe. Ach guck mal, da hinten ist noch ein Pet Stray. Normalerweise kommt eigentlich nur so viel bis zwei Stück mindestens hier drin sind, dann ist Feierabend. So, wie viel haben wir denn? Ach, ich gehe immer aufs Falsche, ey. Was haben wir denn jetzt schon so? Gartenbräuch.
Das waren 8, 18, 28, nochmal 8, 28 plus 18, 36. Ich bin so clever. 36 haben wir jetzt. Nee. Weg damit. Alles muss weg. Da sind unsere beiden Pet Threads wieder. Das bringt nichts, glaube ich. Ups. Menschen. Menschen. Jawohl. Jawohl. So. Jetzt hier wir schön Rasen machen. Nein, wir machen das nicht aus einfach lustigen Gründen. Wir alles hier gerade wieder zerstören, was wir an Rasen angepflanzt haben, an hohen Rasen. Machen wir nicht aus Spaß. Aber die Worms waren bis jetzt so die einzigsten, die halt einfach nur die Erde brauchten, wa? Das waren so bis jetzt die einzigsten. Schugge. So, weg hier. Wenn ich bloß wüsste, wie viel ein Pinometer wirklich ist jetzt so. Das ist ja so ein Kreis von dem hier ein Pinometer oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah, Leute! Was ist jetzt los? Ja! Super, jetzt haben wir auch eins von den Viechern behalten. Das ist ein super Abschluss, weil wir jetzt die eine Special-Stunde beendet haben. Dankeschön. Du hast das letzte Kapitel des Geschichtenbuchs freigeschaltet. Jetzt kannst du die ganze Geschichte im Tagebuch lesen. Ja, das ist doch ein super Abschluss. Das Geschichtenbuch werden wir uns dann am Ende wieder, am Anfang der nächsten Folge dann noch zumute tun. Das war die Special-Folge, Folge 50. Freue ich mich, wenn es euch gefreut hat und euch gefallen hat. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ich werde auf jeden Fall jetzt weiter aufnehmen und muss in 4 Stunden ins Bett. Nee. Nicht ganz. Ein paar Stündchen habe ich noch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss.